Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For this video ay mag-mukbang tayo, kain tayo ng ano, ng mangga. Meron ako dito. Ayan, mangga. Ayan, gulay. Tapos meron akong bagong niluto na tada! Pusit. Pusit siya guys. So, kain tayo. Kain tayo guys. Kikita nyo ba? Yan, magganyan na lang kaya. Unahin natin to. Kilo, sa pagkain. Kaya muna ako ng mangga. Unahin natin ng mangga. Mukbang. Ang laki ng mangga. Ito yung buto niya, oh. Ito yung buto niya. Ang dami. Ang alos niya. Ayun, sunod natin. Gulay. Plato na para sa pusit. Pusit. Miss ko yung pusit. Pinili ko ito sa ano, sa amin sa malapit dito sa bahay. Yan, malapot na siya. Yan lang muna. May naman yung iba. Kain tayo guys. Usok-usok pa. Sarap. Adubong pusit. Init guys. Octopus. Insgesamt leben auf dem Hof der Brünings neben den vielen Tieren 12 Erwachsene und 3 Kinder. Das ist als YouTube-Schatz. Ayan ako itong ahos, onion, kainin ko. Zwei, dreimal in der Woche gibt es Fleisch zum Essen.
Von ihren eigenen Bioschweinen kommt nur ab und zu was auf den Teller, wenn sie bei all der Arbeit rechtzeitig an die Vorbestellung denken. Octopus. Ja. Carrots. Erstaunlich, wie die Hühnings dieses harmonische Großfamilienleben hinbekommen. Man muss was dafür tun, dass es so ist. Und auch mal die eigenen Interessen und Wünsche hinten anstellen und mal überlegen, ob das, was man selber will, auch richtig oder wichtig ist. Und nicht für sich selbst immer das Beste oder meiste wollen, sondern halt so ein bisschen erst drüber nachdenken. Auch bei dem Entschluss auf Bio umzustellen. Dabei spielte das Tierwohl eine wichtige Rolle. Wurde alles immer in Frage gestellt. Also was wir da angefangen hat, 1982 den Schweinestall, das war gut, das war 10 Jahre, das war 20 Jahre gut, das lief gut und das war auch alles gut. Ne? Und jetzt das Mal wird alles in Frage gestellt. Die Fenster sind zu klein, die Spalten sind zu groß und die Tiere haben zu wenig Platz und noch mehr. Ja, und dann, ja, war wenig. Ja. Und dann kam die Idee von immer diese schrittweise hinterher. Tapang pala lang yun sa pag-grow na hindi mo nakain. Tapang. Mga Chinese, kaya kaya nila kainin. Doch das allein reicht für die ökologische Wende kaum aus. Man muss es schon beobachten. Es ist halt so, dass es so eine größere Strecke gegeben hat. Ne? Also von Antragstellung bis jetzt heute, wo wir ja immer noch in Umstellung sind, so ich sag mal die letzten 2 Jahre, der Stall ist immer noch nicht voll. Das ist schon, man muss schon vorfinanzieren. Ja. Das ist wahr. Noch geben den Hühnings viele andere Betriebe. Ich glaube, wir haben doch was, Herr. Na, 4 Wochen früher als sonst. Na, dann bin ich ja Holzsoß. Heute ist ein Feld mit Tritikale dran. Eine Kreuzung aus ertragreichem Weizen und robustem Roggen. Ich war ja auf den Ertrag gespannt. Ist so sauber geblieben. Keine Pilze an der Ehre. Sieht gut aus. Für eine große Ehre geworden. Und das hängt vor allem davon ab, wie viel Schaden die Hitzewelle angerichtet hat. Nachdem der Mähdrescher ein paar Runden gedreht hat, kann Jan der Bühne abschätzen, wie viel sie heute ernten werden. Wir haben ja kein Pilzwetter gehabt, das ist der Vorteil, wenn es nicht regnet, aber der Ertrag passt nicht. Erst war es zu viel Wasser an manchen Stellen, die kann man auch bekommen. Und jetzt hat das Wasser halt gefehlt, damit die Körner voll werden. Und die Brüder hatten fest mit einem Bio-Vorteil gerechnet. Wenn man jetzt auch sagt, wir erwarten geringere Erträge als im konventionellen Bereich, dann haben wir eigentlich die Hoffnung, dass wir mit weniger Wasser dann auch besser klarkommen, dass dann unser prozentualer Verlust nicht so hoch ist. Hat sich hier aber leider nicht bestätigt, es sei denn, der hat irgendwo ein Loch enthalten. 3000 Euro an erhofftem Ertrag geht den Landwirtsbrüdern gerade verloren. Rechnen Jan Dirk und Papst alle Getreidefelder zusammen, haben sie 25% weniger Einnahmen als sonst.
wollten sie ein Drittel des Getreides verkaufen. Nun benötigen sie fast die gesamte Ernte als Futter für die Schweine. Gibt es dafür einen erfreulichen Endspurt? Der Stallumbau ist endlich fertig und die neuen Ferkel kommen. Galamay ng octopus. Yung anya. Pangkamang. Der Lieferant mit 140 Ferkeln, kurz vor dem Abladen. Es gab doch noch mehr zu tun, als wir so meinten. Und wir sind ja auch immer noch nicht fertig mit der Getränke, aber wäre auch der erste Bauabschnitt, den wir beziehen, und er ist tatsächlich auch fertig. Woher die mit Traditionen rechnen. Carsten bringt das begehrte Silagefutter. Alles noch großen, ja? Bei dem ersten Zug ist scheint, dass es schließlich ein bisschen feierlich zugehen. Die Brüder hoffen jetzt, dass alles so funktioniert, wie sie es geplant und gebaut haben. Na super. Erste Hürde hier. Boah. Losgehen, oder? 10 Wochen sind diese Ferkel alt, aus einem ökologischen Zuchtbetrieb aus Niedersachsen. Im neuen Stall haben die Bio-Schweine inklusive Auslauf etwa 2,5-mal so viel Platz wie die konventionellen Schweine damals im alten Stall. Schön zu sehen, dass es endlich belegt ist. Mhm. Ja. Ubus ko na, guys. Mangga tayo dessert. Tapos na ako kumain. Busog na ako. Dessert na tayo. Mangga. Mhm. Das war's. So ist ein Oktopus. Die Schweine begrüßen die Bühnings auf ihre Art. Mhm. Hat bei den Soßen, ja. So ist Hawaii. So ist eine Ahnung. Oktopus, so ist Hawaii. Mhm. Doon lang ay tapos sa... Okay guys, doon lang natatapos ang aking video for today guys. Thank you for watching. Bye everyone.